Es blüht hier. Und zwar blüht es wie verrückt. Und damit habe ich auch eine ganz tolle Botschaft. Ich freue mich, dass wir ab nächsten Dienstag unsere Gärtnerei wieder öffnen können, dass wir wieder Besucher empfangen dürfen und ganz viel Blüten für alle vorbereitet haben. Und ein bisschen davon zeige ich heute. Es ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch ideales Wetter dafür. Man sieht das vielleicht, also hier im Gewächshaus ist es relativ dämmerig. Und das ist einfach so ein Stückchen Gewitterstimmung. Also ich glaube zwar nicht, dass es Gewitter gibt, aber wir haben auf jeden Fall heute schon mehrfach Regen gehabt. Also heute ist eigentlich so ein richtig schöner Apriltag. Und wir bereiten uns vor. Was man hier vielleicht im Hintergrund hört, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Selbst die Kinder sind hier unterwegs und mähen wie die Weltmeister Rasen draußen, damit alles wieder schön ordentlich aussieht und dass wir vorbereitet sind. Und hier kann man also noch mal ein bisschen gucken, hier blühen also die Notokakteen. Und am Nachmittag, ja, also heute früh, war das ein einziges Meer. Ich zeige auch hier nochmal, da haben wir Aelostera, Rebutia, Parodia, alles Garant für wundervolle Blüten. Also heute früh, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, war das ein einziger Blütenteppich. Wirklich Wahnsinn. Und all das können Sie ab Dienstag dann wieder auch hier bei uns sehen. Ich bin schon sehr gespannt, wie das mit den Blüten wird. Also es liegt natürlich auf der Hand, also die ganzen Pflanzen, die jetzt dadurch, dass die Gärtnerei geschlossen waren, eben keiner angucken und natürlich auch keiner kaufen konnte, die stehen jetzt hier, also insofern eine ziemlich einzigartige Situation und es lohnt sich auf jeden Fall einfach nach Erfurt zu kommen. Und es gibt natürlich noch mehr Gründe, die Buga ist auf jeden Fall ein weiterer Grund und wir freuen uns. Und ich sage hier aus unserem Gewächshaus erstmal herzlich Dank an alle, die uns die Daumen gedrückt haben, die uns ermutigt haben, die uns gesagt haben, haltet durch, wir halten durch auch weiterhin und freuen uns, dass wir so viele tolle Menschen rundherum haben. Nicht nur die Kinder, die da hinten gerade Krach machen. Auch so einfach gibt es ganz viele Leute, die uns unterstützt haben. Und denen gilt heute mein Dank. Ich schicke schöne Grüße raus in die Welt und wünsche allen, bleibt gesund und freue mich hoffentlich auf bald hier in Erfurt. Alles Gute. Das war Ulrich Hage von Kakteenhager. Bis dann. Tschüss.